lieber David, ein beeindruckender Vortrag und ich habe ihn ja schon mal gehört in ähnlicher Form und ich bin immer wieder fasziniert von den Bildern und von der Bedeutung und endlich hat er auch mal das Labor einen kleinen Beitrag dabei zu tragen. Wegen der Treppe. Ja, wegen der Größe. Aber du weißt, es geht, Länge und Größe sind ja unterschiedliche Sachen. Mhm. Ne? So, aber du hast Zeit gut gemacht und dafür kriegst du eine besonders liebevolle Flasche Wein. Danke, danke. Aber ich denke, wir haben auch noch eine ganze Reihe von Fragen. Ich sehe geplättete, beeindruckte Zuhörer. Ich fange mal da hinten an, bitte. Da war, glaube ich, die erste Frage. Zu der Behandlung. Darf ich fragen, wenn Sie die Kombi machen müssen mit Pyramideinlagen und den Lagerungsschienen und dann eben noch das dritte war Botulinus. Wenn die wieder so gut gehen können, können die dann nach 6-7 Monaten alle diese Therapien weglassen oder ist die Pyramideinlage lebenslänglich, nein. Die Botulinus auch alle 6-7 Monate nein, oder wie darf ich mir die Langzeittherapie vorstellen? Ja, wir müssen sich vorstellen, wenn zum Beispiel in diesem Fall, den Sie beschrieben haben, wir haben die Therapie standardisiert. Das Kind kriegt heute Botox, in 3 Monaten nochmal Botox und 3 Monate später nochmal Botox. Nach 9 Monaten ist die Therapie beendet. Dann brauchen die Kinder für eine gewisse Zeit, für ein bis zwei oder ein Jahr danach, keine Therapie mehr. Ja? Wenn es alles gut gelaufen ist. Aber weil es ein genetisches Problem ist, bleibt und sie werden diese Kinder, die Rezidivrate bei diesen Kindern liegt ungefähr bei 75%. Dann sehen Sie den wieder nach einem Jahr. Und dann müssen Sie entscheiden, ob man jetzt mit leichteren Mitteln wieder das Kind runterbekommt. Ja, hier vorne war noch eine Frage von dem Herrn. Ja, als kleiner Hausarzt, wenn so ein Patient tatsächlich mal kommen sollte, so ein Kind, ja. Was mache ich denn mit dem? Gleich in die Humangenetik oder wo schicke ich die hin? Ja, würde ich machen, tatsächlich. Laborarzt anrufen. Laborarzt. Würde ich machen. Es ist das Effektivste. Sie sparen sich den MRT, Sie sparen sich irgendwie den NLG, Sie sparen sich den Besuch von 4 Orthopäden und oder in einer der Zentren, wo wir mit Ihnen arbeiten. Wo sind Sie denn? Da war einmal da eine Frage und hier vorne. Hamburg. Claudia Mann, Frau Mann. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich 2 Kinder. Ein kleines Kind, das von Anfang an sehr spät gelaufen ist und ab 1,5 Jahre angefangen hat, bilateral nur auf Zehenspitzen zu laufen. Dieses Kind habe ich ins UKE geschickt, in die Orthopädie geschickt. Okay, also das, was Sie erzählt haben, habe ich da nicht vernommen. Meine Frage ist, wo kann ich diese genetischen Untersuchungen, die Sie jetzt erzählt haben, wo kann ich die machen lassen? Hier vorne sitzt unsere Humangenetikerin, Frau Dr. Harder. Vielleicht das Mikrofon, kann man das einmal hier... Ja. Ja, ich würde ruhig, sonst gibt es Probleme. Lana, bitte das Mikrofon, sonst können die Zuschauer... Also ich glaube, das ist auch die Ergänzung zu der ersten Frage. Normale Humangenetiker wäre mir die Frage auch überfordert. Also da muss man wirklich einen Ansprechpartner suchen, der mit Gangstörungen, mit den neuromuskulären Erkrankungen ausgeht. Und Heidrich hat richtig gesagt, also bei ihm im Labor ist dieses Panel aufgebaut. Es gibt noch ein paar Institutionen in Süddeutschland, die sich relativ gut mit der Problematik auskennen. Ansonsten müssen Sie wirklich ein bisschen recherchieren, welche humangenetische Einrichtung mit diesen neuromuskulären Erkrankungen sich gut auskennt. Okay, hier vorne, Frau Dr. Klinger, bitte. Ja, ich habe wieder eine psychologische Frage und zwar, wie erleben denn die Kinder, also insbesondere die 14-Jährigen, diese Erkrankung und also wie ist der Leidensdruck? Ja, je älter die werden, je mehr der Leidensdruck ist. Ja? Und der Leidensdruck ist größer bei Jungs, weil wenn mittels 15, 14, 15 sind, machen die einen kleinen einen Hacken und dann ist die Sache fast erledigt, aber die haben relativ schnell Knieschmerzen. Ne? Aber der Leidensdruck ist relativ stark, bei Jungs ist es relativ stark und es wird noch stärker, wenn die, ich erlebe Kinder seit 18 Jahren, ja, wenn die zur Polizei gehen und die sagen, du läufst aber selten, du kommst hier nicht rein. Oder bei der Bundeswehr oder
Einer wollte Dachdecker werden, das schafft er jetzt auch nicht. Der läuft auf Zinsspitzen, der kann nicht über die Dächer auf Zinsspitzen gehen, der muss stabil da bleiben. Das ist unheimlich wichtig. Also ein großer Leidensdruck, Stöckelschuhe für Männer wäre. Aber dann. Wer macht Lücke? Ja. Ich glaube, hier war noch eine Frage, vorne links, ja? Wie hoch ist denn der Anteil der Kinder, die auf dem autistischen Spektrum sind, an dem Zehenspitzengang, weil Sie das ja aufgeführt haben? Und wenn ja, kann man auch sowas mit Psychotherapie angehen? Was? Den Zehenspitzengang, meinen Sie? Ja. Ja, aber da mussten wir erkennen, dass die Kinder ein psychologisches Problem haben. Ja, aber das ist ja offenbar sehr stark verknüpft. Nein. Wie ich mal gelesen habe. Wo? Ja, wo? Ja, wissen Sie, das Problem ist, wir haben ein Monopol mit den Publikationen, ja? Wenn Sie Autismus auf einer, das ist Differentialdiagnostik davon. Das ist die Differentialdiagnostik. Wenn ein Kind einen Autismus hat, dann hat er nicht einen Sinnespitzengang, dann hat er einen Autismus mit Sinnespitzengang. Und nicht jedes autistische Kind, wir haben eine Statistik von 200 Autisten gemacht und nur 20% der Autisten haben einen Sinnespitzengang. Deswegen, Autisten heißt nicht gleich Sinnespitzengänger. Wie Sinnespitzengänger heißt nicht gleich Autisten. Aber ich glaube, das war auch Ihre Frage, ja, nicht? Also genau. Sie wollten ja eigentlich wissen, wie viel von den Autisten haben Sinnespitzengang genau etwa? Ja. Ja. Und wie viele Sinnespitzengänger haben Autismus? Ja, eine Frage noch hinten. Eine Frage und ein Tipp vielleicht, da das ja eben genetisch ist, ist sozialpädiatrische Zentren. Das sind eigentlich die Zentren, die sich mit neuromuskulären Erkrankungen auskennen. Meine Frage an Sie ist nur, ist dieses Wissen, das Sie uns heute vorgetragen haben, auch schon an diese Zentren durchgekommen oder ist es noch relativ neues Wissen, wo man vielleicht selber das ansprechen müsste? Wir arbeiten mit 7 sozialpädiatrischen Zentren. Ja, weil dann würde ich eigentlich eher, anstatt dass man zum Kinderorthopäden oder eben zum Orthopäden, dann eben zum sozialpädiatrischen Zentren überweist. Meine Frage ist immer noch diese Pyramideneinlagen. Wenn Sie diese Kinder nach 2 Jahren sehen, müssen die trotzdem lebenslänglich Pyramideneinlagen verlangen, fordern oder können die irgendwann auch ganz ohne? Die werden irgendwann mal ohne, ja. Aber die Therapie muss begrenzt werden. Wenn Sie nach 1 Jahr Therapie keinen Erfolg haben, dann können Sie damit aufhören. Das weiter wird nicht besser. Ja? Wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Herr Schöpke, kommen Sie bitte nochmal für die Chatgemeinschaft. Ich habe übrigens gehört, dass die Chatgemeinschaft sich beschwert hat, weil sie natürlich den Zeiger auf der Anzeigetafel oben nicht sieht. Das kann man, könnte man, wenn man am Laptop dann den Laserpointer benutzt. Ist das noch ein Problem, Herr Schöpke, draußen? Im Moment nicht. Also erstmal soll ich auch nochmal danken, vor allen Dingen das, was Frau Dr. Mann auch gesagt hat, dass sozusagen es schwierig ist oder dass dieses Wissen sozusagen gar nicht so weit verbreitet ist, wie es geht und so, dass das einfach interessant ist, dass es eine Erweiterung ist. Des Weiteren wurde da gefragt, es gab ja früher sozusagen viele Kinder, die eine Achillessehnenverlängerung bekommen haben und da war ja sozusagen das Outcome immer, glaube ich, schwierig von den Publikationen und es wurde gefragt, in welchem Rahmen diese Achillessehnenverlängerung überhaupt noch eine Rolle spielen. In Deutschland? Weltweit. Minimal, ja, minimal. In Deutschland ist minimal, man sieht ganz selten noch Achillessehnenverlängerung. Das ist die minimale operative Maßnahmen haben sich durchgesetzt. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Brasilien oder Südamerika das angucken, dass 90% der Kinder sind schon operiert und mit massiven OPs, Z-Plastik, Achillessehnenperkussion und Achillessehnenverlängerung. Je weiter Sie von Europa rausgehen, je mehr die Kinder operiert sind. In Russland können Sie davon ausgehen, dass 85% der Kinder operiert sind. Ich glaube, in Russland gibt es auch so einen Operationsstar, der ganz viele... Ja, genau, das ist der Ulzibat, das ist diese myofasziale Perkussion. Ja, genau. Also nach Moskau fahren? Nein, wir haben das gleiche hier in Hamburg. Gut. Wir machen das auch, ja. Gut, das war ein Scherz. Wir kommen zum nächsten Vortrag. Erstmal herzlichen Dank. Tosenden Applaus. Danke. Sehr gut.